So Leute, weiter geht's mit dem Metro. Wir sind hier angekommen in der Schwarzen Station. Wir haben jetzt ja gerade die, ich hoffe mal, dass das die Front der Faschisten war, wieder durchdrungen. Jetzt mal schauen, wo wir hier jetzt angelangt sind. Das schaut aber auch wie ein, laut Stahlhelm, auf jeden Fall aus wie einer von den Faschisten, ne? Ja, war auch einer. Na, da muss man natürlich schon wirklich sehr, sehr gut mit dem Messer umgehen können, wenn man hier zwischen die Gitterstäbe und dann auch noch kurz unter den Helm hier im Hals trifft. Das müsste ja doch eigentlich jetzt Ulmer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, wie ist denn bei euch der Wind? Das Wetter ist ja der Wahnsinn. Der Wind schlägt hier außen. So. Finden Sie einen Eingang zur Schwarzen Station. Was hat so lange gedauert? Naja. Nee, der hat's nicht geschafft. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ah. Jetzt muss ich mein Sturmgewehr wechseln. Okay, hier haben wir halt natürlich dann eins mit Schalldämpfer. Also, wir müssen jetzt erstmal hier langsam vorankommen. Weil überall sind nämlich hier so Stolperfallen. Wir setzen jetzt trotzdem unser Nachtsichtgerät hier auf. Na, ihr seht schon, hier ist auch wieder eine Stolperfalle. Okay, wir haben beide erwischt, aber ihr seht, hier geht das Treffen. Das Töten einfacher. Ich weiß auch nicht warum. Einmal können sie einstecken und mass und einmal geht's ruckzuck. Wir müssen nur auch ein bisschen auf diese Dosen aufpassen, die hier rumhängen. So. Das war's. Weiter geht's. Den Generator sollen wir abschalten. Wir müssen nochmal schauen, dass wir ein bisschen das Licht hier ausmachen können. Das stört nämlich komplett unser Nachtsichtgerät. Kommt der jetzt? Lass mal schnell mal gucken hier. Naja, das passt eigentlich. Jetzt filmen wir nochmal schnell ganz kurz auf. Ist mir schon wieder viel zu hell hier alles. Ja, solange hier nicht mehr Wachen kommen, ist mir das egal. Ja, der hat mich schon entdeckt jetzt, aber warum? Alter, wie kannst du mich jetzt gleich hier sehen? Wir werden jetzt erstmal hier schauen, ob wir hier... Ey, da ist er. Naja, da bringt uns natürlich der Schalldämpfer auch nicht viel, wenn die uns immer gleich sehen. Komm, geh drauf. Haben wir oder haben wir nicht? Nein, wir haben wir noch nicht. Aber jetzt, und jetzt müssen wir schauen, wo der eine hier hinten ist. Da ist er. Da sehen wir seinen Helm noch. Oder? Nein, das war er gar nicht. Das war... eine Lampe oder irgendwie sowas. Aber hier war doch auch einer. Ja, ist egal. Jetzt werden wir erstmal hier die Waffen einsammeln. Die Frage nur, wie kommen wir jetzt hier runter oder wie kommen wir dann wieder hier hoch?
Mal ein bisschen von den Dosen auf jeden Fall weg. Na. Ich hoffe aber jetzt wirklich noch, wir kommen zu den Leuten hier hin. Zwecks den Waffen. Ja, das war hier. Ne, das war hier nicht. Ne, ich möchte eigentlich schon noch. Da haben wir mal schnell das Nachtsichtgerät runter. Ja, hier sehen wir ja natürlich überhaupt nichts. Zu den anderen rüber, damit wir die Waffen hier mitnehmen können. Wir kommen nicht einmal richtig durch so eine Tür hier durch. Jetzt werden wir einfach hier runtergehen. Wir müssen ja dann auch wieder rauskommen. Ach, hier geht's nach oben, okay. Ja, das wären ja natürlich einiges an Waffen, was wir hier zurücklassen würden, wenn wir da nicht hingehen. Jetzt waren wir hier schon, ja. Zum Kommandant noch. Wenn wir hintergehen, wo kommen wir dann raus? Das müsste der Generator sein, oder? Ja, wir schauen jetzt mal. Also hier sind wir runter. Also sind wir schon noch richtig. Jetzt mal. Genau, wir müssen jetzt hier runter. Ja, die kommen von hier. Ah, hier gibt es mehr Zugänge. Wie ist es ohne Nachtsichtgerät? Auch scheiße. Oh, die können überall sein. Hey, aber die sind doch... Da ist einer. Die sind über uns. Na shit. Wie ist mit Nachtsichtgerät hier außen? Auch so schlimm. Ja, da müssen wir es wirklich auflassen. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Irgendwo hier sind die. Da ist einer. Na, oh, nicht so schnell. Schau vor. Haben wir auch. Oh, jetzt müsste ich mein Nachtsichtgerät. Jetzt ist Batterie gleich leer. Hier oben im Turm ist einer. Nee, wir müssen es erstmal auffüllen. Jetzt warte mal, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier. Glaube ich, hier ist eine gute Position. Komm, füll das scheiß Ding auf. Das ist aber zum Beispiel jetzt eine Mission, an die, wo ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Ah, hier hinten, glaube ich, oder? Nee. Doch.
Ja, wenn ich jetzt eine Granate schmeiße, ist halt die Frage, ob dann noch mehr kommen. Jetzt gehen wir erstmal hier entlang. Ob wir den ein bisschen umgehen können. Aber jetzt muss es doch tot sein, oder? Na, ich komme aber hier auch nicht hoch. Wir müssen jetzt ohne Scheiß hier vorne hochgehen. Ah, oder wir kommen hier rein. Ja, das ist natürlich besser. Machen wir mal hier das Licht aus. Das stört nämlich auch nur. Nee. Da will ich überhaupt nicht hin. Ja, das sind... Jetzt schau du erst mal vor. Dass wir den wegbekommen. Lebt der noch? Ne, der ist tot. Ich bin natürlich, wenn wir die schon alle töten, hier auch die Munition mitnehmen. Ich verschieß doch nicht hier so viel Munition und lass das dann alles zurück. Ah, hier ist noch einer. Kannst du vergessen. Nice, lebt er noch. Das ist natürlich dann auch scheiße, wenn man denkt, er ist tot, lädt nach und dann steht er wieder auf. Aber ich glaube, hier oben geht es aber auch nicht wirklich weiter. Ne, hier oben ist Sackgasse. Na, na, wir können hier weiter. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Waren wir hier schon? Ja, na klar, das war ja unser Anfang. Oh. Also seht, wir hätten die eigentlich umgehen können. Schauen wir mal schnell noch nach hier oben, ob es hier irgendwas gibt, was wir brauchen. Aber nicht, dass wir jetzt richtig sind eigentlich. Doch, hier wäre es richtig. Dann schauen wir halt mal trotzdem schnell hier rein. Müssen wir aber erstmal hier wieder aufpumpen. Mir kommt es jetzt irgendwie alles so dunkel vor. Oder kann es das sein, dass ich mich jetzt schon dran gewöhnt habe? Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Also ich glaube, es gibt hier überhaupt keinen Weg raus. Wir gehen jetzt hier hin. So, langsam. Da ist einer, ihr seht es an der Lampe. Wo bin ich jetzt schon wieder hingelaufen?
Nee, ohne Scheiß. Die Mission ist mir wirklich jetzt komplett fremd. Ah, und hier haben wir natürlich jetzt auch eine... Verdammt, da ist er. Müssten wir erwischt haben. Da ist noch einer. Seht ihr im Schatten hier hinten? Aber war das jetzt der Generator eigentlich, den wir vorhin ausgeschaltet haben? Ja, bei das Licht ist er aus. Also ich denke mal, mehr müssten wir gar nicht machen. Nur den einen ausschalten, dass es einfach nur dunkel wird. Und die haben nämlich auch... Na doch, manche haben Nachtsicht auf und manche nicht. Den haben wir sogar im Kopf erwischt. Jetzt schauen wir erstmal schnell hier rein. Ey, da gibt es tausende Wege. Ich lass mal schnell mal schauen. Ich möchte halt schon lieber alles durchschauen wegen der Munition und nicht, dass ich jetzt hier irgendwo reingehe. Nee, also das war dann alles. Dann können wir jetzt wirklich hier runtergehen. Weil ich ja wirklich schauen will, dass wir auch die ganze Munition alles mitnehmen. So, dann gehen wir mal hier rein. Komm. Schauen wir mal, ohne Nachtsicht. Ah, wir sehen ja wieder schön. Ich finde, die Sicht mit dem Nachtsicht ist total scheiße. Jetzt warte mal, hier ist doch eine Falle, oder? Ja, da schaut hin. Nein! Bin ich jetzt wirklich in diese Falle rein? Wo ist unser Speicherpunkt? Ich hoffe... Ah, Gott sei Dank, gerade wo wir hier runtergehen. So, Nachtsicht weg. Also nicht das hier ist das Problem, sondern das, was hier runterkommt. Jetzt. Ja. Das sind doch eigentlich schon wieder diese Viecher. Jetzt werden wir mal gleich zur Schrotflinte wieder wechseln. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dann hier bei den Faschisten schon vorbei sind. Schaut auf jeden Fall alles so ruhig aus hier. Ah, nicht so laut mit die Fässer. Oh Gott sei Dank. Ja. Ich frage mich, wie du einfach immer hier so locker hier weiterkommst. Also mitnehmen können wir nichts. Dann steigen wir mal hier auf. Auf geht's. Wir sind Gott sei Dank wieder zu zweit. Ja, das war's. Wir sind durch die faschistischen Linien sind wir durchgekommen. Und sind jetzt auf dem Weg zur Polis. Nein, ohne Mist. Das ist mir komplett fremd jetzt alles. Jetzt warte mal. Na, hier geht's aber gar nicht lang. Hä? Ach, sehr okay. Ich kann hier gar nicht raus.
Meinst du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer? Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Okay, ich bin gerade sowieso irgendwo auf irgendeiner Wiese unter Bäumen. Kapitel 5, also Kapitel 4 ist durch. Meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Also, wir müssten ja jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier auf die Karte schaue, an der Polis angekommen sein. Also, vielleicht bekommen wir auch hier wieder Munition und so weiter. Faschistische Linien sind wir durch. Die Frage ist mal, ob wir noch weiter jetzt zu den Faschisten vorrücken oder ob die jetzt komplett hinter uns sind und wir uns auf neue Aufgaben jetzt einstellen müssen. Werden wir sehen, aber das alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.